Herzlich willkommen. Heute zeige ich dir wirksame, effektive Übungen für den Tinnitus, dass du besser mit den Ohrgeräuschen umgehen kannst und in vielen Fällen, dass sie sogar reduzierter sind und dass sich auch die Ursache mehr lösen kann. Die Ursache, dass du selber spüren kannst, was hilft dir auf der tieferen Ebene mit diesem Tinnitus umzugehen. Wir beginnen mit der ersten Übung, mit einer Lösung von Kieferverspannung, indem du mit den Fingern hier auf die rechte Seite, hier in die Kaumuskulatur gehst und ganz bewusst reindrückst und durch den Mund ausatmest. Gegen den Knochen wieder einatmen zuerst, dann drücken. Bei vielen ist es sehr schmerzhaft, wieder einatmen. Wieder einatmen. Wenn es richtig weh tut, kannst du auch ein bisschen jammern. Ah, oder lachen. Nochmal. Und dann wechseln wir die Hand. Bei vielen ist eine Seite mehr verspannt. Wieder ausatmen. Einatmen. Gegen den Knochen mit den Fingern. Einatmen durch die Nase. Ein letztes Mal noch. Dann lösen, bewege den Mund ein paar Mal so. Dann hat sich da schon Spannung gelöst in der Kiefer, Kaumuskulatur. Und jetzt den Nacken lösen, die Nackenverspannung. Nimm die linke Hand auf die rechte Seite vom Kopf. Jetzt atme aus, bewege den Kopf ein wenig seitlich und nach unten. Wieder ein durch die Nase, Kopf in die Mitte, verlängern und aus. Kopf etwas seitlich und nach unten. Wieder ein. Einatmen. Und dann bleiben wir in dieser Position und jetzt atmen einfach durch die Nase ein, durch den Mund aus. Entspann den Nacken rechts, die Schultermuskeln rechts, wieder durch die Nase ein. Dann löse langsam die linke Hand, senk sie, leg sie auf und jetzt spür einen Moment. Und wahrscheinlich kannst du wahrnehmen, dass die rechte Schulter sich gesenkt hat, weil die Muskulatur entspannter ist im Nacken und auch in der Schulter rechts. Dann öffnen wieder die Augen, jetzt die linke Seite, mit der rechten Hand die linke Seite fassen, seitlich. Dann Kopf wieder etwas seitlich. Und gleichzeitig den Kopf nach unten bewegen, die linke Schulter zieht nach unten. Einatmen in die Mitte, dich aufrichten und aus durch den Mund. Wieder ein, aufrichten, lächeln, aus. Kopf schaut nach rechts unten, wieder ein. Und dann bleib so in der Position, durch den Mund ausatmen, durch die Nase ein. Kopf schaut nach rechts unten, linkes Schulterblatt zieht nach links unten.
Und langsam lösen, löse die Hand, spür im Moment die linke Seite und spür, ob der linke Nacken, Schulterbereich sich auch schon entspannt hast. Noch Kiefer, Nacken und Schultern entspannen und jetzt etwas für den Vagusnerv. Öffne deine Augen. Jetzt legen wir dann den Mittelfinger hinten da, legst sie am Hinterkopf auf, nimmst dann die Daumen und legst sie in die Ohren und summst dann so ham. Das heißt, das bin ich. Und das wirkt sehr beruhigend und ist auch sehr gut fürs Ohrgeräusch, für den Tinnitus. Es kann es in einigen Fällen sogar sofort reduzieren oder erträglicher machen. Du bist dann auch fokussiert auf das Summen und nicht mehr aufs Geräusch. Nach einigen Wiederholungen löst du dann einfach die Hände und dann treffen wir uns dann in der letzten Übung wieder. Beginne nun, die Mittelfinger in den Hinterkopf zu legen, dann die Daumen in die Ohren. So. 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 Spüre dann nach, wenn du dann langsam zurückkommst, spüre nach die Wirkung. Wenn du dann langsam zurückkommst, spür nach die Wirkung vom Soham. Einfach nochmal nachspüren, wie hat das gewirkt, dieses Summen, Soham. Spüre deine Empfindung in den Ohren, spüre deinen Atem. Und dann zur letzten Übung nimm die linke Hand auf dein Brustbein. Und entscheide dich jetzt ganz bewusst, wieder mehr auf dein Herz zu hören. Denn durch diese Übungen bist du mehr verbunden mit dem Herzen? Und was möchtest du mehr hören in deinem Leben? Was tut dir wirklich gut? Was ist dein Herzensbedürfnis? Lausche und höre auf dein Herz. Und integriere das auch in deinem Alltag, das, worauf du mehr hören möchtest, das, was dir gut tut. Nimm nun die rechte Hand noch auf die linke Hand und konzentriere dich noch ganz bewusst aufs Brustbein, auf deine Hände. Du mache das öfters, vor allem wenn du auch Ohrgeräusche spürst, wenn es etwas stärker ist, dass du dich ganz bewusst aufs Brustbein
fokussierst. Und dann löse langsam die Hände. Ja, das wünsche ich dir, dass du noch mehr das hörst, was dir wirklich gut tut, dass du deine Verspannungen lösen kannst im Kieferbereich, im Nacken-, Schulterbereich, dass du mit dem So-Ham-Tönen deinen Vagusnerv aktivieren kannst und dass du noch mehr dein Herz hören kannst. Und es gibt auch ein TCM-Mittel, das vielen Menschen geholfen hat, Remania 6 von der Ethnoheld. Das kann ich dir wirklich empfehlen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du lernst, anders mit deinem Tinnitus umgehen und dass es sich auch noch mehr lösen darf, die Ohrgeräusche. Und dass du dich vielleicht sogar eines Tages ohne Ohrgeräusche finden kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Namaste.